400 Gramm Miesmuscheln schrubben und sorgfältig verlesen. Eine Dose Kichererbsen 400 Gramm abgießen. Eine Zwiebel schälen, in Würfel schneiden und mit ein wenig Pflanzenöl in einer großen Pfanne goldgelb anbraten. Die abgetropften Kichererbsen dazugeben und heiß werden lassen. Die Muscheln in die Kichererbsen-Zwiebelmischung kippen, einen dicht schließenden Deckel aufsetzen und 4 bis 5 Minuten dämpfen, bis die Muscheln sich geöffnet haben. 2 Esslöffel Harissa-Paste mit 2 Esslöffel Olivenöl und ein wenig von der Flüssigkeit, die sich unten in der Muschelpfanne gesammelt hat, vermischen und mit dem Schneebesen zu einer dünnen Paste schlagen. Die Muscheln auf tiefe Teller verteilen, die Kochflüssigkeit darüber schöpfen und mit der Harissa-Paste besprenkeln. Mit reichlich Brot zum Auftunken der Säfte servieren. Für 2 Personen. Die Miesmuscheln sorgfältig prüfen und alle aussortieren, die zerbrochen oder angeknackst sind. Auch die geöffneten Muscheln, die sich nicht wieder schließen, wenn man sie kräftig gegen die Spüle klopft. Sie sollten auch alle wegwerfen, die sich beim Kochen nicht geöffnet haben. Achten Sie darauf, dass der Deckel dicht schließt, damit die Muscheln im eigenen Saft gedämpft werden. Nehmen Sie stattdessen Venusmuscheln. Die Kichererbsen könnten Sie durch dicke weiße Bohnen oder Cannellini-Bohnen ersetzen und die Harissa-Paste durch Pesto. Es geht vor allem darum, dass sich die Würzpaste ein bisschen mit den Kochsäften vermischt, damit sich am Boden des Tellers eine kleine Menge würzige Brühe ansammelt, in die Sie Ihr Brot tunken können.